Und hier ist auch nichts. Hier sind nicht mal Gegner. Okay. Gut. Dann bleibt nur noch der Weg weiter. Nach unten. There's my little soldier. Da ist ja mein kleiner Soldat, hä? Mutter. Been out playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Als du näher kommst, klärt sich die Erscheinung vor dir als Elfe auf. Ihr strähniges Haar ist zusammengebunden und sie zupft an einem losen Faden ihrer Schürze. Bis sie dich bemerkt, herrscht in ihren Augen ein abwesender leerer Blick vor. Ein schwaches Lächeln legt sich wie ein Schleier über ihr Gesicht. Aha, waren wir wieder draußen und haben Soldat gespielt? Geh dich waschen und hilf mir dann beim Enthülsen dieser Erbsen. Sie wendet sich lange genug vor dir ab, um einen Korb hervorzuholen, der wie sie schillert und halbtransparent ist. Und keine Beschwerden. Wenn du groß und stark werden willst und eines Tages ein richtiger Soldat werden willst, dann musst du dein Gemüse essen. So wie wir es ausgemacht haben, richtig? Sie betrachtet dich aus den Augenwinkeln. Ja, das sind wohl Erinnerungen aus der Vergangenheit. Beziehungsweise die Seelen stecken mehr oder weniger in der Vergangenheit fest. Deswegen tun wir jetzt mal nichts sagen. Soldiers are important people. They defend the weak and punish the wicked. You're too young to understand now, but there are lots of wicked people. People like the man who murdered your father. Soldaten sind wichtige Leute. Während sie sich über den Korb beugt, hebt und senkt sie ihre Stimme. Sie verteidigen die Schwachen und bestrafen die Bösen. Sie seufzt, was eine geisterhafte Strähne ihres Haars zum Flattern bringt. Du bist jetzt noch zu jung, um das zu verstehen, aber es gibt viele böse Leute. Sie bricht eine Erbsschote mit einem eingerissenen Fingernagel ab. Leute wie den Mann, der deinen Vater ermordet hat. Sie zerquetscht noch eine Schote zwischen den Fingern. Erinnere mich daran, wie es mit meinem Vater passiert ist. Before you were born, the Glanfathans attacked settlers like us. They said we'd knocked over some of their special Adra rocks. That's why they call it the Broken Stone War. They got very angry, and so they came into our villages and killed many people. Your father was one of them. Ihr mürbes Lächeln findet ein jähes Ende. Bevor du geboren wurdest, haben die Glanfathaner Siedler wie uns angegriffen. Sie sagten, wir hätten einige ihrer besonderen Adra-Felsen umgestürzt. Aus diesem Grund nennen sie ihn auch den Krieg des zerbrochenen Steins. Sehr toll. Sie wurden sehr wütend, kamen in unsere Dörfer und töteten viele Menschen. Eine Schote entgleitete ihrem Griff und sie stich sich mit ihrem gezackten Daumennagel seitlich in den Finger. Sie sagt nichts, als die Haut langsam rot wird. Dein Vater war einer von ihnen. Er war einer der Leute, die die Glanfathaner getötet haben? Genau das habe ich gesagt. Ihre Stimme ist leise und heiser und ihre Hand bleibt über dem Korb stehen. Etwas Dunkles und Leeres hat sich über ihre Augen gelegt. Sie lässt That's why you'll be a soldier one day. To protect and to avenge. Why don't you go back out and play? I'll finish up here. Sie lässt den Korb fallen und wendet sich ab. Dann tupft sie sich in ihr Gesicht mit ihrem Schürzenzipfel ab. Und deshalb wirst du eines Tages ein Soldat werden, um zu schützen und zu rächen. Sie starrt auf das Blut, das von ihren Fingern tropft. Warum gehst du nicht wieder raus zum Spielen? Ich mache das hier schon alleine fertig. Ah, Seelen, die in der Vergangenheit festhängen. Und wir müssen sie auch noch ertragen. Das würde Brenno ihr wohl eher leichter fallen als Hagrim. In den Fässern glitzen die silbrigen Schleimspuren von Schnecken. So, wir sind hier in einem unteren Bereich, der nicht besonders groß zu sein scheint. Grave, thou philosophy leaves.
Aber voll ist mit Spinnen. Yes. Bombe. Verbot. Hi. Noch eine Bombe. Okay, Fenris haben sie ausgeschalten, nicht so gut. Oh, du hast schon mal drei, schon mal Skelette, damit wir bessere Hilfe bekommen. Du hau mal die Spinne da um und du heil mal ihn. Oh, ich muss ehrlich sagen, sein Heilzauber heilt mittlerweile ziemlich gut. So, jetzt noch die da weg, dann ist wenigstens die Begegnung schon mal weg, hoffe ich. Ja. Sehr gut. Nur sein Leben sieht langsam nicht mehr so gut aus, deswegen müssen wir etwas aufpassen. Okay, zwei kleine Geisterspinnen, mit denen kommen wir klar. Jo. Hier sind nur Zellen. Leere Zellen, okay. Soll mir das jetzt Mut oder Angst machen, dass hier überall leere Zellen voller Spinnen sind? Okay, Widerspruch, leere Zellen. Größtenteils leere Zellen voll mit Spinnen. Okay, noch einer weg. Und ich bin langsam gewillt, meinem Sänger eine gute Armbrust zu geben, die wir da haben. Okay, die beiden. Hi. Das war volle Kanne daneben. Yes. Du kannst schon mal wieder neue Skelette beschwören. Und ihr Skelette, ihr prügelt mal auf die große Spinne ein und lenkt sie vielleicht ab. So. Die verschwinden, weil der Kampf vorbei ist. Neue Befehle, Leutnant, bereite deine Truppen vor. Kommandant, ein geisterhafter Mann in Rüstung und Umhang eines Offiziers studiert ein einziges Blatt Papier. Du kannst direkt durch das Papier hindurchschauen und siehst die Insignien des Dux und von Edir auf seinem Brustharnisch. Er scheint die Seite mehrmals zu lesen, bevor er zu dir hochschaut. Als er das tut, ist sein Gesichtsausdruck undurchschaubar. Es hat eine Plans. Take your squad and march south, all the way to the bow in the river. Bring a wagon team and a dozen barrels of pitch. Es hat eine Planänderung gegeben. Marschiere mit deiner Truppe nach Süden bis zur Flussbiegung. Bring einen Wagen und ein Dutzend Fässer Pech mit. Seine Stimme gerät ins Stocken und er schüttelt seinen Kopf. Die Hand, die das Papier hält, fällt zeitlich an ihm herab. Erzähl mir über die Befehle. The instructions come from Admeth Hadred himself. Which means they might as well have come from the Duke. We're to burn those hut dwellers out. Set fire to the deerwood so they've nowhere to retreat. Cut them down when they come out. Or let them blaze if they won't. Okay, das ist jetzt wohl die Rache für die Überfälle aus dem Krieg. Oder sie sind doch mitten im Krieg. Die Befehle stammen von Admeth Hadred selbst, was sie gleichbedeutend mit Befehl vom Duke macht. Er rollt die Befehle zu einer dünnen Schriftrolle zusammen. Wir sollen die Hüttenbewohner ausbrennen, die Dörfer in Flammen stecken, damit sie keinen Zufluchtsort mehr haben. Wir sollen sie niedermachen, wenn sie herauskommen, oder sie ansonsten verbrennen lassen. Ein gespenstisches Seufzen bildet ein Nebel vor seinen Lippen.
It'll make this even shorter than the broken stone war, all right. And we can only hope it'll discourage future conflicts. Seine gepanzerte Faust ballt sich um das aufgerollte Papier. Das wird es noch kürzer als den Krieg des zerbrochenen Steins machen, so viel ist sicher. Er sieht dich an. Und wir können nur hoffen, dass dadurch zukünftige Konflikte vermieden werden. Ja, wenn wir die Ureinwohner auslöschen. I know this is personal for you. It is for many of us. But understand, we're doing this to end this war, not to continue the last one. Remember that we're flushing out the enemy, not burning villages for sport. Barath will have his work cut out for him tonight. Du spürst nichts, als seine Hand auf deine Schulter fällt. Ich weiß, dass du dies persönlich nimmst. Das geht vielen von uns so. Bitte verstehe aber, dass wir dies tun, um den Krieg zu beenden, nicht um den letzten fortzusetzen. Vergiss nicht, dass wir den Feind hinaustreiben und die Dörfer nicht zur Leibesertüchtigung verbrennen. Barath wird heute Nacht alle Hände voll zu tun haben. Okay, auch eine krasse Maßnahme. So, du bist doch mit 300 Gesundheitspunkten gerade noch so im Rennen, hoffe ich mal. Das sieht gruselig aus, der Ladebildschirm. Okay, hier wäre schon mal eine Tür. We'll take those farmers by surprise. Plünderer. Almost time. Di and Heather scouted the village last night. They're rounded up the rest of the party now. Ein Elf dreht sich zu dir um. Seine Wangen, seine Unterarme und die Knorpel seiner langen spitzen Ohren sind mit Indigo und einer blauen Tüte beschmiert. Er grinst dich unter seiner wilden Mähne böse an. Ah, das wird wahrscheinlich ein Überlebender des Angriffs sein, den der Letzte erwähnt hat. Es ist fast soweit. Dee und Hetwer haben das Dorf letzte Nacht ausgehortschaftet. Sie trommeln gerade den Rest der Truppe zusammen. Welche Don't Truppe? Worry. Everyone remembers the raid was your idea. The Rio had to go along with it after you'd gotten the rest of the clan riled up. No one wants it said that the Nine Claws were too cowardly to stand with the rest of the tribe when the foreigners desecrated our ruins. Seine geisterhafte Faust segelt durch deine Schultern hindurch. Keine Sorge, jedermann erinnert sich daran, dass der Angriff deine Idee war. Die Rio mussten mitmachen, nachdem du den Rest des Clans angestachelt hattest. Niemand möchte, dass den neuen Clan Feigheit vorgeworfen wird, wenn es darum geht, mit dem Rest des Stammes den Ausländern die Stirn zu bieten, die unsere Ruinen entweiht haben. Also ja, der gehört definitiv zu den Galanfaren. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Rio? Er lacht. Als er lacht, verdrehen sich die dilettantischen Farbstreifen auf seinem Gesicht. Du magst sie ja vielleicht nicht, aber sie sind immer noch unsere Ältesten. Vorerst zumindest. Zwischen seinen Lippen ragt ein toter, grauer Zahn hervor. Sich erst die Unterstützung der Gemeinde zu sichern, war ein raffinierter Schritt. Als du schließlich die Rio damit konfrontiert hast, bleibt ihnen keine andere Wahl, als uns zu unterstützen. Dass du eines Tages zu ihnen gehören wirst, daran besteht kein Zweifel. Es sei denn, du fällst heute Nacht der Mistgabel eines Bauern zum Opfer. The tribes need more leaders like you. Women who value deeds over words. Der geisterhafte Krieger sieht dich lange und begehrlich an. Seine halbtransparenten Augen loderten auf, als sie über dich gleiten. Die Stämme brauchen mehr Anführer wie dich, Weiber, die Taten mehr als Worte schätzen. Okay, er hält uns für eine Frau. Er greift nach deiner Wange, hält aber auf mittlerem Weg inne, als ein Zweifel seine ausgebreiteten Finger erzittern lässt. You were right. We were too soft when the foreigners first came, and now they humiliate us. We'll be soft no more, and the invaders will learn to leave us alone once and for all. Er lässt seine Hand stattdessen wieder an seiner Seite fallen und zieht eine schattige Klinge aus seinem Gürtel. Du hattest recht, wir waren zu weich, als die Ausländer zum ersten Mal hier auftauchten. Und jetzt erniedrigen sie uns alle. Niemals wieder werden wir weich sein und die Eindringlinge werden schon bald begreifen, dass sie uns ein für alle Mal in Ruhe lassen sollten. Okay, ein neuer Geist. Und ein etwas größeres Gebiet. Eine Armbrust.
Wir haben schon wieder zwei müde Kameraden. Au, Waldkäfer. Oh, viele Waldkäfer. Ein Steinkäfer. Der sieht jetzt mal richtig dick und fett und böse aus, also. Lava will be on seek. Sprechen wir mal ein Verbot auf ihn, während da hinten die Waldkäfer schon mal fallen. Au, und er ganz schön was auf die Omme kriegt. Wirf den mal um. Oder ja, lass meinen Wolf mal vor. Der kann nämlich nur von einem Waldkäfer verletzt werden. Ja.